So, jetzt machen wir Muri von mir mit unseren japanischen Mitbürgern. Wir sind ja hier in der japanischen Abteilung. Ihr habt es ja gestern gesehen. Wird ein Dreiteiler. Sind eben immer hier so kleine Futures ausgestellt hier, ne? Ich denke mal, wenn ich hier alles richtig abfilmen würde, bräuchte ich schon ein paar Stündchen mehr. Da ging es jetzt hoch da, beim Eiffelturm, beim Schiefenturm. Hier ist wieder die nette Kinderabteilung. Aber für Otto ist da eben noch zu klein. Der versteht das noch nicht. Den haben wir ja schon ein paar Mal mit woanders gehabt. Jetzt sieht man ja wieder die typische Arbeitsweise, der Geist mit dem Telefon. Ja, wenn er nicht los ist, was soll er auch machen? 8 Stunden in der Gegend rum schunkeln. Und dann ist es halt hier so in Thailand. So, ich muss noch gucken. Da oben haben wir noch ein großes Kino. Eine Etage höher. Die Kabel. So, halt mal hier drauf. Ich hoffe, ich bin nicht immer zu viel im Bild. Was haben wir hier für eine Etage? Amerika. Oder schiefe Turm. Ja, doch, alles ein bisschen schief. Aber ganz so schief wollten sie wahrscheinlich doch nicht bauen. So. Hier haben wir wieder Essens Restaurant. Ah, das ist Food House. Das ist nicht ganz so teuer. Ich kann ja mal draufhalten, da haben wir ein paar mehr Leute. Und zwar ist es so, dass man sich einen Bon geben kann lassen. Also man gibt 200 Baht ab und dann kann man sich Essen da und dort und überall aussuchen. Das ist also nicht ganz so teuer wie in den Restaurants unten. Ich halte mal kurz drauf. Sieht man es hier. Hier gibt es dann die ganzen kleinen Bütchen, wo man seinen Zettel abgibt. So, hier geht es zum Kino. Im Kino ist ein neues Gesetz rausgekommen, dass Essen und Trinken und sonstige Sachen verboten sind. Ich bin mit ihr mal ins Kino. Natürlich alles gefallen wegen ihr. Da habe ich mir 1,5 Stunden ein Time-Movie angeguckt. Das war ja nicht so schlimm, aber ich hatte keine Jacke mit und die Klimaanlage war volle Bulle. Also habe ich noch 1,5 Stunden drinnen gefroren. So, hier haben wir einen Oscar. Vielleicht gibt es ja mal einen von YouTube für mich. Kleiner Scherz am Rande. Ja, hier sieht es natürlich wieder ganz schön. Einige Läden haben zu. Ja, was will man machen, wenn jetzt ein Laden hast, der den ganzen Tag offen ist und du musst deine Angestellten bezahlen? Dann sollte man vielleicht überlegen, ob man doch zulässt. Hongkong-Nudeln. Ja, ist natürlich auch so, dass auch noch keine Touristen groß rein dürfen. Jetzt haben wir Juli. Ich hoffe, dass die im Oktober dann wieder rein dürfen. Da kommen die ersten Touristen und zwar meistens die, die halbjährlich hier wohnen. Sushi. Glänzend, schönes Eis. So, er pluckt noch mal runter hier.
Markus Herz, Kitchen Lau, also die Küche von Laus. Also hier haben wir nur die Essensabteilung. Und, das ist schon das Gefühl, dass es hier eigentlich mehr Restaurants gibt wie Einkaufsläden. Hier auch wieder viel Japanisch, Chinesisch. Die Restaurants, die nicht so teuer sind, die sind auch voll. Da ich eben geguckt, da kostet das Essen 300 Baht. Ja, das sind nicht ganz 10 Euro, das ist okay. Hier sind viele, hier arbeiten, hier sind die Stühle hochgestellt, hier sitzen sie nur. Das ist wie Reling gemacht hier. Ja, also ist wunderschön hier. Das einzige Angenehme heute, dass es halt nicht so voll ist, dass es eher leer ist. Aber es nützt ja nichts, dass es dann in ein paar Jahren wieder abgerissen werden muss, weil keine Leute. So, wir gehen ja mal über die große Brücke. Oh, wir gehen noch mal hier. Wo sind wir hier? Bei 7 Minuten, das ist okay. Da haben wir noch 3. Ich will mal hier zur Ausreißungsplattform. Hier haben wir auch die, das ist die typische Grenze. Wir haben unten einen Kreisel gehabt. Den sehen wir gleich. Das ist die typische Grenze für Nakua. Also wo der Kreisel ist hier. Da. Alles, was da hinten ist, ist Nakloa. Sieht man's? Nakloa habe ich früher immer gewohnt. Ist natürlich mit. Ja, da waren auch viele Barviertels und sowas. Aber dadurch, dass nicht mehr so viele Deutsche kommen und die meisten Deutschen, die meisten dann natürlich lieber in der Stadtmitte wohnen, hat man da viel weggerissen. So, alles wieder sehr schön anzusehen, ein Riesenrestaurant und 2 Gäste. Ah, ich wollte eigentlich über die Brücke. Aber da sind wir jetzt andersweitig lang gegangen. So, ich wollte eigentlich anfangen mit Außenaufnahmen. Aber es regnet ja. So, jetzt sehen wir nochmal die Brücke von London. Also habe ich das jetzt richtig mitgekriegt, dass jede Etage seine Länderkennung hat. So, ja, da sind wir soweit durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden nochmal hier hingehen, wenn es voller ist. Dann macht es bestimmt auch ein bisschen mehr Spaß und man hat mehr zu berichten. Wo geht die Treppe runter? Da geht sie runter. So, ja, also im Prinzip war es das schon wieder. Ich werde noch mal dort drauf halten und dann haben wir einen Dreiteiler gemacht heute, der bestimmt sehr interessant war für euch. Eigentlich gibt es
noch ein bisschen mehr zu sehen, aber das sollte erstmal gewesen sein. So, er hier, er sitzt wieder nirgendwo. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist. So, in dem Sinne, das sollte erstmal gewesen sein für heute. Schöne Grüße gehen raus an Karl Leiser, den ich hier kennengelernt habe, mit dem ich einmal sehr, sehr gute, lange Gespräche habe. Das Einzige sind seine Zigarren, aber alles nicht so schlimm, alles easy. Ich freue mich immer, wenn er kommt und wenn er da ist. Also Grüße gehen raus. Ansonsten, Abo wäre nicht verkehrt. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare, wisst ihr ja. Ja, in dem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gesund und werdet glücklich. Bye, bye.